herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Online. Und zwar machen wir heute die Gruft der Neuen, wo man erst hin kann, wenn man zwei Level 60er in Icewind Dale hat. Mit dem Kleriker habe ich das schon gemacht. Bis hierhin hat man einen kleinen Weg. Man muss zwei Codefragmente sammeln und dann kann man die Gruft hier aktivieren. Und da gehen wir jetzt hier rein. Am Ende kommt hier noch so eine... wie heißen diese Spindrow-Dinger da nochmal? Weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall... bisschen härterer Gegner, war nicht so einfach mit Kleriker, mit meinem Tank natürlich kein Problem. So. Ups, da hat es kurz geleckt. Kommt schon mal vor. So, jetzt boxen wir uns hier durch und am Ende gibt es einen schönen Gegner als Überraschung. Zack, zack, zack. Tschüss. So, weiter geht's. Rushen hier einfach mal durch. Jetzt kommen ein paar Echsen. Ah, da kam noch eine Spinne, die ist mir egal, die soll mit hier hin. Nächsten Down. Ich kann sein, dass ich das hier auch rausschneide, bis ich beim Endgegner bin. Ich weiß es noch nicht. Das ist der nächste Down. Zack. So, weiter geht's. Ein paar Echsen kommen noch. So, da ist jetzt ein Eindringlinge, Eindringlinge, Hilfe, Hilfe. Zack. So. Hier noch ein paar. Weiter geht's. Mit dem Kleriker waren die Kämpfe, wie gesagt, nicht allzu einfach. Ist ja nur mittlerweile ein 11 KGS Kleriker. So, und tschüss, und weiter geht's. Ich glaube, eine größere Gruppe kommt hier jetzt noch. Und dann müsste gleich der Endgegner kommen. Stirb! Da haben wir hier noch so einen. Und weiter geht's. Nein, ich glaube, jetzt müsste nur eine Gruppe kommen. Oder? Nee, doch nicht. Alles in Ordnung. Da ist er, der Endgegner. Ein Beholder! Oh mein Gott! Xantalax!
So, 5 Minuten haben wir bis hierhin gebraucht. Ich glaube, mit meinem Kleriker waren das ein paar Minuten mehr. Aber erstmal so. Bis hier noch einen reingedrückt. Bams. Oh, trotz Schild konnte er mich versteinern. Okay, dann weiß ich ja beim nächsten Mal Bescheid. Autsch. Du lässt mal mein Ding in Ruhe. Wow, hat der mich trotzdem umgehauen? Schweinerei. Ihn hier. Bams. Autsch. Zack. Tschüss. Den machen wir auch noch platt. So. Und dann bekommen wir hier verschlossene Artefaktruhe. Damit gehen wir jetzt wieder zurück. So, und da sind wir wieder. Noch einmal zu Lord Neverember. Und dann kriegen wir unser Klassenartefakt. Und das Artefakt haben wir dann noch freigespielt für alle Charaktere. Die können das ab Stufe 5 kostenlos beim Belohnungshändler einfordern. Da könnte ich mir zum Beispiel auch das Artefakt des Klerikers einfordern. Was ich gleich auch mache, aber ich wollte mir erst noch mein Artefakt holen. Wobei, ich habe jetzt hier schon 3 gut ausgebaute Artefakte. Eigentlich sogar 4. Eins habe ich ja reingesteckt für den Ausbau des anderen, dieses Handelsartefakt, weil das brauchte ich dann eh nicht mehr. So, Siegel des Beschützers. Yippie-Yo, Schweinebacke. Jetzt gehen wir noch zum Belohnungshändler. Nein, nicht wiederholen. Das hätte ich gern. Zack, danke. Und schon haben wir noch ein Artefakt. Juhu. So, mit meinem Kleriker hole ich mir dann auch noch das andere Artefakt, damit mein Kleriker auch 3 Artefakte hat. So, dann haben wir hier Verteidigung. Was kommt denn als nächstes drauf? Robustheit. Das ja, ist schön für einen Death-Tank. Für mich bringt das aber nichts. So, jetzt wollte ich hier nochmal kurz Artefakte gucken. Beim Kleriker Kraftverteidigung Bonus für eigene Heilung. Ja, das ist ganz interessant. So. Ah ne, da sind wir schon bei den Bannern. Hier, das Beschützer, das haben wir da. Verteidigung, Robustheit, AOE-Resistenz. Ja, nee, das ist nee. Ich weiß nicht, soll ich das auf die Bank packen, falls ich mal irgendwann auf Dev gehen sollte? Ja, ich glaube, ich pack das erstmal auf Bank. So. Bank. Was mache ich hiermit? Was ist denn hier überhaupt der Beschützer? Der Geist aus Beschützer absolviert einmal pro Sekunde 50% Schaden. Für 10 Sekunden heißt 10 mal 50% Schaden absolviert. Das ist natürlich nicht so übel. Nur mit Musik hat das Leben Sinn. Da muss ich doch gleich nochmal gucken. Was ist denn hier? 80% für 10 Sekunden. Das ist dann natürlich schon ein bisschen was anderes. Wie viel kriegen wir hier? 100% über 15 Sekunden. Das ist natürlich auch nass. Und dann eine Heilung von 869 bei Verwendung einer Begegnungskraft. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Hm. So, was mache ich mit dem Kleriker-Artefakt? Ich glaube, das packen wir einfach mal hier rein. Kann ich das hier nicht reinpacken?
Ach, das geht nicht. Mein anderes Artefakt konnte ich da reinpacken. Okay. Na, dann packen wir ihn auch erstmal auf die Bank. Was soll ich denn sonst damit machen? Ja, das war auf jeden Fall die Gruft der Neuen. Da kriegt man halt seine Klassenartefakte. In den Gewölbekisten. So, verkaufen, verkaufen, nicht verkaufen, verkaufen und verkaufen. So, Gewölbeschlüssel haben wir noch, brauche ich keinen neuen, vielen Dank. So. Ja, wie gesagt, das war die Gruft der Neuen, vielen Dank fürs Zuschauen und, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, also bis bald.